So, willkommen liebe Spielerinnen und Spieler vom VfL Pinneberg zu unserem heutigen Online-Training. Wir starten auch gleich mit der ersten Aufwärmübung. Auch heute, wie die ganze Woche über dabei, ist die Maja von den C-Juniorinnen. Und Maja zeigt euch jetzt die erste Dehnübung, die gleichzeitig der Stabilisierung des Sprunggelenks dient. Und zwar stellt ihr euch gerade hin, habt den Rücken durchgestreckt, zieht das Knie an, hoch zur Brust für circa 3 Sekunden. Dann geht ihr in einen großen Ausfallschritt. Stützt euch mit dem Arm zur offenen Seite ab und dehnt den anderen Arm 3-mal nach oben. Die Übung dient der Rumpfstabilisierung und gleichzeitig dem Sprunggelenk. Sehr schön, das Ganze macht ihr immer abwechselnd, einmal mit dem linken Fuß und einmal mit dem rechten Fuß in 5 Durchgängen. Wir kommen nun zur nächsten Aufwärmübung, die euch die Maja zeigt. Diese dient der Stabilisierung des Sprunggelenks, der Gleichgewichtskontrolle. Ihr hüpft auf der Stelle, bewegt dabei die Arme, nehmt sie mit und dann springt ihr zu einer Seite mit einem Fuß, kommt ihr auf und haltet für circa 4 bis 5 Sekunden das Gleichgewicht, geht wieder zurück in die Ausgangsstelle, dann hüpft ihr und springt einmal nach vorne, landet wieder auf einem Fuß, haltet das Gleichgewicht, geht zurück, danach das Gleiche zur linken Seite, haltet das Gleichgewicht für 4 bis 5 Sekunden. Denkt dran, dass ihr immer schön die Arme mitnehmt beim Springen, dass der ganze Körper trainiert wird. Und das macht ihr im Wechsel. Zuerst nach rechts, dann nach vorne, dann zur linken Seite, danach zurück. Für circa 2 Minuten. So, wir kommen gleich zu unserer nächsten Aufwärmübung. Diesmal ist es eine Aufwärmübung mit Ball. Das Ganze ein Vorschlag von Julia von den D-Junioren. Vielen Dank dafür. Gerne könnt ihr natürlich auch eure Ideen und Vorschläge mit einbringen. Julia hatte mir dazu ein kleines Video geschickt und die Übung zeigt euch jetzt einmal die Maja. Ihr pendelt mit dem Ball, dreht euch dabei einmal auf der Stelle im Kreis, dann zieht ihr den Ball mit der Sohle eines Fußes zurück. Dann dreht ihr euch, macht die Pendelbewegung in die andere Richtung und nehmt zum Zurückziehen den anderen Fuß, da wir immer beidfüßig trainieren. Diese Übung macht ihr in 3 Durchgängen, jeweils 1 Minute. So, Mega, auf zum Training! Hey, Schuss, Stefan! Mit den Schuhen darfst du hier nicht auf den Rasen. Du brauchst Tausendfüße da runter. Ah, mit Stollen dürfen wir hier nicht rauf auf unseren neuen Kunstrasen. Nee. Gut, dass du mir das gesagt hast, Mega. Danke. Bitte.